Surface Pro 4 kann man sowohl als Laptop als auch als Tablet benutzen. Der Tablet-Modus ist besser an die Bedienung mit dem Finger angepasst und kann im Infocenter eingestellt werden. Zum Infocenter kommt man, indem man unten rechts in der Taskliste auf Benachrichtigung klickt oder indem man von rechts über den Bildschirm streicht. Da kann man dann den Tablet-Modus auswählen. Im Tablet-Modus nehme ich Kacheln den gesamten Platz ein, ähnlich wie bei Windows 8. Wenn man den Tablet-Modus wieder deaktiviert, sieht man wieder das normale Windows 10 Startmenü. Bei neueren Geräten wie dem Surface Pro 4 merkt Windows selber, dass die Tastatur weggenommen wird und schlägt dann vor, den Tablet-Modus einzustellen. Man kann auch einstellen, dass automatisch umgestellt wird und nicht mehr jedes Mal nachgefragt wird. Im Tablet-Modus gibt es Funktionen, die speziell für die Bedienung mit dem Finger gemacht sind. Zum Beispiel öffnet sich eine Übersicht von den geöffneten Programmen, wenn man von links über den Bildschirm streicht. Ich öffne mal den neuen Browser. Tablet sollte merken, wenn man etwas eingeben möchte und dann automatisch eine Tastatur anzeigen. Das macht auch Windows 10 im Tablet-Modus. Zum Vergleich hänge ich die Tastatur wieder an und man sieht unten bei der Taskliste, dass Windows zurück in den Desktop-Modus wechselt. Wenn ich jetzt in die Adressliste klicke, öffnet sich keine Bildschirmtastatur mehr, was ja auch sinnvoll ist, weil ich eine richtige Tastatur habe. Nochmals zurück in Tablet-Modus. Bildschirmtastatur wird wieder angezeigt. Wenn ich nochmal von links über den Bildschirm streiche, wird wieder die Übersicht von den geöffneten Programmen angezeigt. Im Moment sind da drei. Wenn ich ein zusätzliches Programm öffnen möchte, das nicht schon als Kachel im Startmenü abgelegt ist, kann ich auf Start klicken und dann auf das mittlere Symbol unten. Jetzt werden alle verfügbaren Programme angezeigt und ich kann das gewünschte suchen, in dem Fall den Rechner. Wenn man von oben über den Bildschirm streicht, kann man ein Programm zum Beispiel auf eine Seite vom Bildschirm setzen. Auf der anderen Hälfte werden alle bereits geöffneten Programme angezeigt, von denen man jetzt eins auswählen kann. Als Beispiel kann man sich vorstellen, dass ich links Matheaufgaben habe und rechts den Taschenrechner, wo ich die Aufgaben lösen kann. Wenn man jetzt den Trennbalken gegen eine Seite rausfährt, wird die andere Seite wieder Bildschirm füllen. Um ein Programm ganz zu schliessen, kann man auch von oben über den Bildschirm streichen und ganz nach unten rausfahren. Jetzt ist das Programm beendet und wird auch in der Übersicht nicht mehr angezeigt. Ich zeige das nochmal mit dem Programm Word.